Hallo Leute, ich möchte mal ein kurzes Video machen, das nicht nur für Iman TV gedacht ist, obwohl die da extrem Probleme haben mit der Logik und die hadern da wirklich damit. Aber das ist generell, ich habe das schon bei anderen festgestellt, dass das nicht überall ganz klar ist. Deswegen möchte ich das mal deutlich machen. Wenn meine Frau diese Schachtel oder diese Flasche oder was immer schüttelt, dann sind da eine bestimmte Anzahl von, ich weiß nicht, Kaugummis oder Lutschtabletten oder was immer da drin. Und wenn sie dann fragt, was ist der Inhalt? Dann kommt jemand und sagt, also ich glaube, da sind eine ungerade Anzahl von, sag, Kaugummis sind da drin. Okay, das heißt, er ist überzeugt, das heißt, er glaubt, der Inhalt sei ungerade. Jetzt sage ich, nö, das glaube ich nicht. Habe ich jetzt das Gegenteil gesagt? Weil es gibt viele Leute, Iman TV inklusive, die sagen, jawohl, ich habe jetzt gesagt, der Inhalt sei gerade. Habe ich aber nicht. Das ist das Problem. Das heißt also, wenn ich sage, nein, ich glaube das nicht, mache ich nicht gleichzeitig eine Glaubensaussage. Sondern ich sage lediglich, dass ich die Aussage, die ich eben gehört habe, nicht glaube. Und das ist der einzige Unterschied. Deswegen ist das für mich immer unverständlich, dass ich immer wieder höre, du hast gesagt, du glaubst das nicht, also musst du ja das glauben. Nein, das tue ich nicht. Und ich glaube, ich habe das jetzt ganz klar gemacht. Mir fehlt einfach die Information, um sagen zu können, wie der Inhalt gestaltet ist. Das heißt also, wenn mir diese Information fehlt, dann sage ich mit anderen Worten, ich weiß es nicht. Das ist also eine sehr ehrliche Aussage, weil ich eben ungenügend Informationen habe. Und deswegen sage ich ganz einfach, nein, ich glaube nicht, dass der Inhalt ungerade ist, sage deswegen aber nicht, er ist gerade oder sonst was, sondern ich bleibe agnostisch und sage, ich weiß es nicht. Mir fehlt das Wissen, hier eine qualifizierte Äußerung zu machen. Ich hoffe, das wird klar. Danke. Ciao.